Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge auf der Isle of Zipta. So, feuchtfröhlich weiter am Strand lang spazieren. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da oben den Spot auf der Klippe mal angucken. Denn, wie gesagt, ich bin ja schon wieder so ein bisschen gierig am Ausschau halten nach weiteren Spots für eine mögliche oder für einen möglichen Außenposten. So, je nachdem, was wir dann da an Material brauchen, beim nächsten Mal bauen, werden wir, glaube ich, erstmal klein bisschen wieder ohne Kreativmodus arbeiten, denn wir haben, glaube ich, noch 3000 Ziegel oder so dabei. Ne? Die schleppe ich die ganze Zeit nämlich schon mit mir rum. Und die könnte man auf die Art und Weise dann natürlich ganz gut loswerden. Alter, ist das ein krokodilverseuchte Gegend hier. Moin! So. Tja, müssen wir bei Gelegenheit auch mal drauf achten, unser Schild ist bald hinüber, ne? Die Waffe habe ich jetzt zwischenzeitlich schon mal repariert gehabt, aber unser Schild dürfte bald hinüber sein. So, was haben wir hier Schönes? Eine Flaschenpost. Witzblatt der... Was war das? Witzblatt des Hofnarren. Okay. Jubeln, klatschen, höflicher Beifall, höfliches Lachen und herzhaft lachen. Mhm. Und da kommt schon wieder so ein ekelhafter Sturm. Igitt. Das missfällt mir. Alter, was das für eine riesen Aloe-Pflanze ist hier, ne? Ja, moin! Ich hörte, ihr wollt Stress? Ja, Bogenschützen auch nochmal dezent. Na, das Gute ist, das sind alles bloß Stufe 1 hier, ne? Ich muss mich dringend wieder zusammenreißen, wieder nicht zu viele Sachen mitzunehmen. Ich sammle schon wieder alles Mögliche ein hier. I will rip you apart. So, na, komm her, Großhals, glaube ich das. Ja. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Wertvolles bei war. Lemurische Ausrüstung. Naja. Nicht wirklich, ne? So, was haben wir hier Schönes? Steinschwert. Ach du Gott. Will ich denn mit einem Steinschwert? Auch nichts Atemberaubendes. Können wir bei Gelegenheit gleich nochmal was spachteln. Größtenteils Barren wieder, ne, die wir hier erbeuten könnten. Aber alles... Glaube ich, hast du fast übersehen hier. Auch nichts Atemberaubendes drin. Ne? Oh, den hat's auch erwischt. Ach, die Krokodile da wahrscheinlich, ne? Naja. Ah, ich kann sagen, was greift uns denn hier schon wieder an? Ah. So, ne, was bei Gelegenheit bloß mal gucken, wie wir genau wir jetzt da hochkommen. Ne? Seht das schon, das ist halt ein mega, mega hoher Klippenbereich, wo wir jetzt hin müssen. Mal gucken, ob es von unten vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, da hochzukommen. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich einmal komplett drumherum laufen. Aber es hat eine mega Location da oben. Durch diese Felsbarriere da oben. Du bleibst liegen, glaube ich das. Ja, hochklettern wäre, glaube ich, ein bisschen ungesund. Wir gucken mal von der Seite. Vielleicht geht es hier einfacher hoch.
Hoffen wir einfach mal hier außen lang. Ist jetzt natürlich gerade ein bisschen ungünstig, dass dieser widerliche Sturm hier schon wieder kommt. Und wir wieder ein bisschen eingeschränkte Lichtverhältnisse haben. Jetzt wäre gerade beste Mittagszeit, ne, mit schönem Sonnenschein. Hm. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, hier hochzukommen, ne? Egal von welcher Seite. Da werden wir ohne Klettern, glaube ich, gar nicht hochkommen. Müssen wir so oder so, glaube ich, ein bisschen kraxeln hier. Hoffen wir, dass unsere Begleiter da hinterherkommen. Ah, hier sind einfach zu krasse Steilwände. Ich glaube, da müssen wir... Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen klettern. Hm. Problem ist, was ich sehe, die sind so steil, die Wände, dass wir nirgendwo so wirklich Grip kriegen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Stelle finden, wo es ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen hoch geht. Oh, hier sieht es doch schon ein bisschen so aus hier, ne? Ob hier gleich ein Aufgang kommt. Haben wir zwar wieder ein Ende, was wir zurücklaufen müssen, aber es gut ist, hier auch schon wieder Eisen vorkommen. Sieht schon mal ganz gut aus. Ein weiter Weg voller Nichts. Auch wieder Eisen, okay. Hier wird schon ein bisschen tiefer, ne? Ja, hier dürfen wir, glaube ich, irgendwo hochkommen. Aber wir mussten ganz schön Umweg laufen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist das denn da? Auch eine merkwürdige Klippe. So, aber ich denke, von hier dürfen wir hochkommen. Ja. Ist das hier? Ein Wolf, glaube ich das? Weg mit dir. Oh, Anna hat schon Level 20 geschafft. Dann müssen wir mal gucken, was die Gute an Werten bekommen hat. Das war der letzte Abschnitt hier, glaube ich, ne? Göttliche Schnelligkeit oder gottgleiche Schnelligkeit. Dein Getreuer wurde mit einer außergewöhnlichen Schnelligkeit geboren. Plus 10 auf Beweglichkeit. Nice. Also Rüstung, zweimal Ausdauer und einmal Beweglichkeit. Ja. Wie sieht es bei Kalandra aus? Die braucht noch ein Ende, ne? Aber hier können wir schon mal gucken. Die müsste auch schon einen Wert mehr bekommen haben. Kannibale, aha. Der Getreue ist sehr speziell Ernährungsgewohnheiten oder hat sehr spezielle Ernährungsgewohnheiten, die seine Gesundheit verbessert, seine Sehkraft aber verschlechtert. Aha. Ja. Aber plus 8 auf Gesundheit. Sie ist ja hauptsächlich unser Tank. Ist jetzt nicht so schlecht. Kann man machen. So, dann lasst uns hier mal gleich hochsprinten. Kommen auch wieder ein bisschen in, naja, ich möchte nicht sagen nördlichere Gefilde, aber... Wo? Ach, da oben war irgendwo ein Wolf. Aber hier waren auch wieder welche, ne? Das war gerade Ironie, ne? Dass Kalandra erstmal die ersten Angriffe mit den Fäusten gemacht hat. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube nämlich, wir können die eine oder andere. Ja, eine. Ja. Werkzeug herstellen. Das können wir auch nicht nebenbei immer machen, auch wenn es momentan überhaupt keinen Nutzen hat. Oh, nächster Wolf erledigt. Alles lecker IP, die wir gleich noch mitnehmen. Das ist das einzige Problem an der Location, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Man muss halt erstmal ein ganzes Ende weit laufen, um den Aufgang nach oben zu kriegen, gerade für den Anfang, wo man jetzt noch nicht so die riesen Ausdauervorräte hat durch die Skillpunkte oder Attributspunkte. Und man muss natürlich hier durch das Wolfsgebiet durch, ne? Und gerade wenn es, naja, mehrere Wölfe sind, die einen umzingeln und man auch noch keine Begleiter hat, kann das eine oder andere Mal durchaus noch gefährlich werden. Na los, Mann, kaputt, Junge. Na gut. In dem Fall Mädel, ne? Mach einen kaputten Mädel.
Ja, sind wir gleich da. Leichter Umweg, aber alle Wege führen ans Ziel. Alter, hier wimmelt es aber auch von Wölfen hier. Aber Eisen und Kohle wieder. Das ist gar nicht mal schlecht. Eisen und Kohlevorräte. Naja, ein Kohleknoten, aber. Wäre jetzt auch erstmal nicht so schlicht. Zumal wir hier eh in der Nähe von Gebirge sind. Das heißt, da werden wir sowieso noch mehr Kohle finden. Alter, sind hier viele Wölfe. Ja, da sind gleich noch welche. Erstmal Ruhe. Ist halt ein mega Spot eigentlich, ne? Weil man halt direkt nur von der Seite hier Zugang hat. Könnte man theoretisch bebauen, muss man aber nicht. Der Vorteil ist, die Felsen sind so massiv hier, dass man, sollte man hier Fundamente drauf bauen, die auch nirgendwo durchgucken. Ne? Könnte man im Prinzip eine eigene große Brücke drüber bauen. Was halt hier ziemlich geil wirken würde, für alle unter euch, die sich ein bisschen mit die Elder Scrolls Skyrim beispielsweise auskennt oder die Elder Scrolls Online, den dürfte Einsamkeit vielleicht was sagen. Das könnte man hier sehr, sehr gut nachbauen. Oder was? Windhelm? Ja, Einsamkeit, glaube ich. Westliches Himmelsrand, ne? Die Stadt ist ja auch so ein bisschen auf so einer Erhebung mit so einem Übergang hier auf Klippen gebaut. Könnte man halt mega gut nachbauen. Und hier drunter ist, glaube ich, sogar noch eine Höhle, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wow. Okay, das war nicht so clever. Ah, zum Glück stacken wir nicht. Das wäre es jetzt noch gewesen. Aber ihr seht halt schon, wie cool der Punkt hier eigentlich zum Bauen wäre, ne? Hier könnte man die große Festungsanlage dann errichten. Vorne einen kleinen Burghof. Und wie gesagt, der Übergang ist halt eine natürliche Landbrücke irgendwie, ne? Oh, ein weißer Wolf. Ich erinnere mich immer noch so ein bisschen an früher, zwei weiße Wölfe. Boah, also ein bisschen. Kann ich mich mal noch daran erinnern? Als ich damals die Anfangszeit das erste Mal auf den Exatlands gespielt hatte, als die Karte nachher final war, also sprich alle Regionen verfügbar, da waren diese weißen Wölfe immer so ein bisschen mein Nemesis zum Anfang. Also wie oft ich stark krepiert bin damals. Gerade so die Zeit, wo man noch nicht wusste, wie man Server-Einstellungen und so weiter anpasst. So. Wolf Nummer 1 ist erledigt. Ja, Wolf Nummer 2 ist auch erledigt. Aber es ist eine mega coole Stelle. Einziger Nachteil ist halt natürlich, ihr seht schon, weder Steinvorkommen noch Holz in der Nähe. Ne? Das ist, bedeutet also, das Einzige, was ihr in Kauf nehmen müsst, ist ein relativ langer Weg, um Ressourcen ranzuschaffen. Oder natürlich, wenn ihr jetzt irgendwo alleine seid oder ihr habt Zugriff auf die Admin-Bereiche, dann könntet ihr natürlich auch mit dem Kreativmodus bauen, ne? Wenn es euch jetzt wirklich nur darum geht, hier irgendwo eine geile Basis hinzuzimmern, wäre der Admin-Modus hier natürlich perfekt. Oder Kreativmodus, so rum. Werden wir uns vielleicht auch mal noch mal ein bisschen austoben. Mal gucken. Könnte man beispielsweise entweder mit Arena-Set ganz gut bauen oder mit Nemedisch. Nemedisch würde hier auch ganz gut passen. Müssen wir mal gucken. Ihr sagt, ein bisschen was bauen werden wir noch.
Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob wir wirklich jedes Dungeon uns nochmal angucken, weil im Endeffekt, ja, die meisten Kreaturen werdet ihr wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Es dürfte also nichts Neues sein. Und wie gesagt, zusätzlicher Hintergedanke soll halt nochmal sein, dass ihr das vielleicht auch nochmal selber spielt, ne? Müsst ihr euch da auch nicht zu viel vorwegnehmen irgendwie. Ist mal noch eine ganz andere Erfahrung, wenn man es dann nochmal selber spielt. Oh, schon wieder Wölfe. Oh, habt ihr gesehen? Er hat unser Schild gebissen und hat automatisch einen Blutungsschaden verpasst gekriegt. Echt cool. Darum, also ich kann euch die... Ich kann euch die Waffen der grauen Riesen als non-epic und non-legendary Waffen wirklich nur empfehlen. Man kommt sehr, sehr easy ran. Und wie gesagt, ne? Sämtliche Waffen haben von Haus aus Blutungsschaden drauf. Ist also relativ egal, für welche Waffensorte ihr euch entschieden haben solltet. Ob nun Ausdauerwaffe oder Stärke. Habt ihr in sämtlichen Waffen dabei Blutungsperk von Haus aus schon mit drauf. So, dann gucken wir mal. Tja, das müssen wir mal gucken, ob wir hier auch noch mal, aber ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Oder? Wenn ich mich jetzt natürlich auch irren. Ich mag halt die ganzen Spots irgendwie so ein bisschen, wo man erhöht ist und wo man Wasserquellen hatten. Oder an einem Flusslauf mit Wasserfall. So eine Location liebe ich halt mega. Da nehme ich auch ein bisschen in Kauf meistens mal, dass da vielleicht nicht so die perfekten Ressourcen zu finden sind. Aber halt einfach mal so eine geile Aussicht irgendwie. Da lege ich meine Prioritäten dann gerne noch mal ein bisschen anders. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das immer bei euren Spielrunden macht. Ob ihr auch immer so ein bisschen mehr auf Optik Wert legt, also sprich irgendwo eine geile Location. Oder ob ihr tatsächlich sagt, das ist euch eher zweitrangig, ihr geht lieber auf Ressourcenvorräte. Das würde mich mal interessieren. Wo bei euch da so ein bisschen die Schwerpunkte liegen. So, dann gucken wir mal da hoch. Das sieht mir aber schon wieder so aus, als ob wir hier doch wieder einen Dungeon haben. Jetzt natürlich bloß die, aber es scheint oben zu sein. Ah ja, scheint oben zu sein. Das müsste von Jabalzark hier irgendwie das Dungeon sein, ne? Diese Fledermaus, oder nicht Fledermaus-Kreaturen, aber so eine Gargel-Kreatur irgendwie. Ah, sehr schön. Sturm ist weg. Und wir kriegen strahlenden Sonnenschein. Sehr schön. So, aber wir sind beim nächsten Dungeon angekommen. Der ist ja frisch. Das nenne ich ja mal frech. Einfach aus dem Nichts hier angerannt. Oh. Auch wieder Eisen vorkommen, ne? Ey, glaube ich das? Ich bin hier hoch. Ah ja, da haben wir den nächsten Dungeon. Und Silber könnte man hier abbauen. Jede Menge Silber. War nicht mal schlecht. Naja. Wissen wir auf jeden Fall, was uns in der nächsten Folge erwartet, meine Freunde. Was sind das hier für Viecher? Unten stapft so einer lang. Was ist denn das für ein Vieh? Ih, was bist du denn? Alter, dem ganz schön viel Leben. Alter.
Alter, was ist das denn für ein Vieh? Heiliger! Okay. Tja, meine Freunde, ich würde sagen, das wird interessant in der nächsten Runde, hm? In der nächsten Folge. Ja, da würde ich sagen, Zuflucht der Teufel besuchen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Gerne wieder fleißig Däumchen drücken und kommentieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier im nächsten Dungeon auf der Isle of Scepter. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.